Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich Herrn Hörnschemeyer hier bei uns im Zelt des Innenministeriums. Herr Hörnschemeyer ist der Leiter des Grenzdurchgangslagers Friedland. Und bitte stellen Sie sich doch selbst erstmal vor. Ja, mein Name ist Heinrich Hörnschemeyer. Ich bin 58 Jahre alt und seit mittlerweile über 24 Jahren Leiter des Grenzdurchgangslagers in Friedland. Man liest auf Ihrer Internetseite über sehr viele positive Erfahrungen in Ihrem Grenzdurchgangslager mit Flüchtlingen. Und meine Frage wäre, gibt es gegenteilige Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Es gibt einige wenige, wie sollte es anders sein, auch mal negative Erfahrungen. Menschen, die zu uns kommen und nach 3 Tagen Konflikte verursachen, Kontakt mit der Polizei haben, das kommt vor, das ist nicht das, was wir uns wünschen, aber das ist auch das, was Gott sei Dank im Promillebereich sich abspielt. Man kann wirklich sagen, 99% der Menschen, die zu uns kommen, machen wir positive Erfahrungen. Die Menschen sind nach einer langen Reise, nenne ich es mal, nach der sie in Grenzdurchgangslager in Friedland ankommen, froh, dass sie da sind, dass sie in Sicherheit sind, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Und sie haben dann den Blick nach vorne gerichtet. Das heißt, sie möchten Fuß fassen, möchten ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Und das ist vom Grundsatz her bei über 95% der Menschen der Fall. Und das ist sehr positiv. Stehen diese Situation, die Sie dann negativ erleben, in Verbindung miteinander, so wie viele Vorurteile das ja behaupten, dass Menschen in ihre Länder zum Beispiel eingeordnet werden, in Anführungszeichen? Es ist schon so, dass man bestimmte Herkunftsländer, Herkunftsgebiete mit den aus meiner Sicht eher negativen Erfahrungen in Verbindung bringen kann. Man sollte sich aber gleichwohl davor hüten, alle über einen Kamm zu scheren, die aus dem Bereich kommen. Menschen sind individuell sehr unterschiedlich. Das sind wir hier in der Bundesrepublik und das müssen wir auch Flüchtlingen aus aller Welt zugestehen. Gibt es eine Regelmäßigkeit, die Sie während Ihrer Arbeit festgestellt haben, die beschreibt, dass Flüchtlinge eventuell aufgrund ihrer Religion oder ihrer Tradition bestimmte Länder für als ihren neuen Heimatort bevorzugen? Ganz wesentlich ist immer festzustellen, dass Verbindungen zu hier lebenden Menschen einen großen Einfluss haben. Was auch nachzuvollziehen ist, denke ich, wenn man Freunde, Verwandte kennt, die in einem neuen Land bereits leben, hat man natürlich die Vorstellung, die Hoffnung, die werden mir helfen. Und das ist immer etwas, was durchgängig festgestellt wird. Dass jemand sagt, ich bin ganz speziell hier, weil meine Religion, weil mein Glaube das Entscheidende ist, ist eigentlich weniger der Fall. Das ist sicherlich bei einer kleinen Gruppe, wenn man die jüdischen Zuwanderer nimmt, die auch ins Grenzdurchgangslager Friedland kommen, sicherlich ausgeprägter als bei den anderen Menschen. Aber wenn jemand aus Syrien nach Friedland kommt, dann ist das für den nicht so entscheidend, ob es sich dabei um einen Christen handelt oder um einen Andersgläubigen. Was denken Sie, macht so vielen Menschen hier in Deutschland Angst vor der Integration? Ich glaube, dass das Problem in der Menge begründet ist. Die vielen Menschen, die kommen, immer dann, wenn wenige zu uns kommen, ist es ein Problem, was nicht als solches wahrgenommen wird. Bei Steigerungsraten, nenne ich es mal, bei den Flüchtlingszugängen, die sehr deutlich sind, wenn man an eine Verdoppelung der Asylbewerberzahlen gegenüber dem Vorjahr nachdenkt, dann ist es so, dass viele Menschen, viele Einheimische glauben, dass sie mit diesem Problem überfordert werden, dass sie damit nicht richtig fertig werden. Das ist, glaube ich, das große Problem. Die Menge, die Steigerung innerhalb kürzester Zeit. Hat sich diese Einstellung im Volk während Ihrer Integrationsarbeit in Friedland verändert? Ich denke schon, dass wir jetzt sehr viel offener, sehr viel positiver mit der Situation umgehen als vor fast 25 Jahren. Da hatten wir, kann ich mich erinnern, ja eine ähnliche Situation. Sowohl bei Spätaussiedlern als auch bei Asylbewerbern verdoppelten sich die Zahlen von Jahr zu Jahr, Ende der 80er Jahre bis 1990, 91, dann
wurde es weniger und die Stimmung im Lande war damals nicht so positiv wie jetzt. Da haben wir uns, glaube ich, deutlich weiterentwickelt im positiven Sinne. Wie bewerten Sie denn die Integrationsarbeit hier in Niedersachsen? Würden Sie das als gelungen beschreiben? Ich denke ja. Das ist allerdings eine Herausforderung, die auch noch vor uns liegt. Integration ist kein Prozess, der sich in wenigen Wochen oder Monaten abspielt, sondern es wird lange Zeit gebrauchen, bis man tatsächlich von gelungener Integration sprechen kann. Wichtig ist, dass alle Menschen offen auf die Neulinge zugehen, ob das im Kindergarten oder in der Schule ist. Da ist es, glaube ich, noch am einfachsten bei den jungen Menschen. Die Menschen, die zu uns kommen, die jungen Menschen lernen die deutsche Sprache schneller als Lebensältere. Wenn sie dort dann auch nicht den Kontakt an den Orten zur Nachbarschaft suchen, nicht in Vereine gehen, sich nicht selber einbringen, dann wird es häufig schwierig. Aber die Personen, die in den Ortschaften sind, müssen den Neuankömmlingen auch eine Chance geben. Sie müssen ihnen offen gegenübertreten. Und wenn das der Fall ist, wenn beide Seiten guten Willens sind, dann denke ich, wird das, was wir schon haben an guter Integration, noch besser werden. Gibt es abschließend noch ein Erlebnis, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist, was Sie vielleicht besonders berührt hat bei Ihnen in Friedland? Ich würde es nicht auf ein Erlebnis reduzieren wollen. Ich finde es immer wieder sehr schön, wenn Menschen sich nach einer kurzen Aufenthaltszeit bei unterschiedlichen Mitarbeitern aufs Herzlichste bedanken für das Wenige, was wir ihnen während der Zeit bieten können. Sie sind relativ eng untergebracht, sie bleiben 14 Tage da. Es gibt Gemeinschaftsverpflegung, man kann sich nicht immer individuell das zubereiten, was man gerne möchte. Und wenn dann der ein oder andere zu Mitarbeitern oder auch zum Leiter der Einrichtung kommt und die Kinder eine Blume überreichen und die Eltern im Hintergrund stehen und im Prinzip natürlich diese Geste vorbereitet haben und sagen, das war ganz toll, das ist unser erster Eindruck und wir akzeptieren, dass diese Menschen hier gerne ihren Dienst tun und uns helfen, dann ist das schon was Besonderes. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in Ihr Grenzübergangslager und dafür, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag der Niedersachsen. Dankeschön. Dankeschön.